Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Kelnix mit einem neuen Hearthstone-Video für euch. Es ist jetzt schon über eine Erweiterung her, seitdem ich das letzte Mal ein Hearthstone-Video gemacht habe oder generell ein Video. Liegt einfach daran, dass momentan relativ viel Stress ist, aber da jetzt doch die Ritter des Frostthrones nahen, denke ich, ist es an der richtigen Zeit, ein neues Video für euch zu machen, um über neue Änderungen zum Thema Kartenpackung und eben neue Karten zu reden. Und zwar wurde geändert, dass sobald die Erweiterung bei uns offiziell released wurde, man nur noch Legendary-Karten öffnet, die man noch nicht besitzt. Das heißt, wenn ihr eine goldene Legendary habt, kriegt ihr sie nicht, auch nicht in golden und auch nicht in nicht golden, könnt ihr sie nicht mehr öffnen durch eine Kartenpackung, außer ihr besitzt mittlerweile alle. Was relativ cool ist, das heißt, wenn ihr unbedingt eine Legendary haben wollt, könnt ihr sie craften, ohne Sorge zu haben, nach dem Motto, ihr öffnet dann drei Kartenpackungen und zieht sie wieder. Ja, jeder hat das Gefühl, glaube ich, schon mal erlebt, der ein bisschen länger spielt. So gesehen eine sehr gute Änderung zu einer Kartenpackung. Bedeutet aber auch, dass man weniger Staub bekommt. So gesehen, man muss ein bisschen besser haushalten damit, aber ganz nette Änderung. Zudem wird man in den ersten 10 Kartenpackungen eine Erweiterung, die man öffnet, mindestens eine Legendary Card haben. Das heißt, mehr Legendaries für alle. Und das, finde ich, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, so gesehen, es sollte ein bisschen fair sein, dass auch die Nicht-Casher quasi im Spiel, die einfach nur ihre Kartenpacken über Gold kaufen, mehr Legendaries bekommen, als im Vergleich zu denjenigen, die eben 50, 60 Euro oder was weiß ich, wie viel für das Spiel ausgeben. Das nur kurz ab und jetzt geht's endlich los mit den neuen Kartenpackungen von dem Frostthron. Und als erste haben wir eine Paladin-Kreatur, die eben auch einen neuen Schriftzug mit sich bringt, und zwar Lebensentzug. Es handelt sich hierbei um den Frostklingen-Champion. Eine 4-Mana 3-2 mit Ansturm Lebensentzug. Und Lebensentzug heißt, so viel Schaden wie diese Kreatur macht, heilt sie bei eurem Champion, allerdings auch nicht über die 30 Standardleben, beziehungsweise 40, wenn ihr jetzt Priester seid, Amara oder eben ihr seid Jaraxxus, habt 15 Leben, alles bleibt immer auf dem Max-Leben. Es kann nicht darüber gehen. Generell ist diese Kreatur super schwach. Ich denke, das ist vielen hier bewusst. Es ist quasi 4-Mana 3-2 Ansturm. Mit dem Kampfschrei heilt 3 Leben, denn mehr als einmal wird sie wahrscheinlich nicht angreifen. Und das ist einfach sowohl für Arena als auch für gewerteten Modus viel zu schlecht. Dann haben wir eine neutrale Karte. Und zwar die Expressbestatterin. Eine 3-Mana 3-1 mit dem Todesröcheln erhaltet einen zufälligen Diener mit Todesröcheln auf die Hand. Ist eine Value-Karte, so viel ist schon mal zu sagen. Sie produziert eine Karte währenddessen. Allerdings das Problem, bei 3 Mana nur ein Leben zu haben, stirbt durch zu viele Heldenfähigkeiten. Und so gesehen, der Wert wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um spielbar zu sein. Vielleicht in der Arena wird es eine mittelmäßige Karte sein. Im gewerteten Modus wird man sie wahrscheinlich gar nicht sehen. Außer am Anfang, wo ein paar Leute mit den Decks rumprobieren. Aber ansonsten kann man auch sagen, die Karte in der Arena ab und an, im gewerteten Modus gar nicht. So, und nun kommen wir endlich zu den ersten Rittern. Und zwar haben wir den Todespirscher Rexxa. Diese Heldenkarte, wie man sie jetzt so schön nennen kann, ist die erste legendäre von 9, die für jede Klasse kommen werden. Und sie ersetzt eure Heldenfähigkeit und eben auch euer Heldenporträt. Und gibt euch gleichzeitig noch 5 Rüstungen, wie ihr unten rechts seht. Hat den Kampfschrei, fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Das heißt, es ist wie eine Weihe vom Paladin, außer eben, dass es dem Helden nicht Schaden macht. Und man bekommt die Heldenfähigkeit, einen Beast zu formen. Das Ganze nennt sich dann Bestienbaukasten. Heldenfähigkeit kreiert ein eigenes Zombie-Beast. Soweit ich weiß, kriegt man 2-mal die Auswahl zwischen 3 Karten. Bis zu 3 Mana kosten allerdings hier nur eben von Wildtieren. Und sowohl die Stats als auch die Texte, also zum Beispiel Kampfschrei, Todesröcheln, wird alles addiert. Das heißt, da gibt es ziemlich viele coole Kombos. Die will ich aber nicht vorwegnehmen. Ich denke, da wird genügend ausprobiert werden, sobald die Erweiterung gelauncht wird. Da werden viele eben diese Todesritter spielen. Und ich bin mal gespannt, was sich da alles noch für Kombos ergeben. So, nun zur nächsten neutralen Karte. Diesmal eine epische. Eine 6-Mana 5-5, eine Rubischer Zerreißer. Zauberkosten 2 mehr. Erinnert ein bisschen an Loatep, für die, die sich nicht erinnern. Das war die 5-Mana 5-5 legendäre. In der nächsten Runde kosten die Zauber eures Gegner 5 mehr. Womit man doch Combo-Deck ziemlich gut ausbremsen konnte. Hier eben als permanenter Effekt, der eben aber auch für euch gilt. Das ist eine Karte, wo ich sage,
sehr schwer zu sagen, ob sie im gewerteten Modus gespielt wird. Für die Arena ist sie zu schwach, einfach wegen der Statline, und es gibt zwar jetzt mehr Zauber, immer noch nicht so viele. Aber ich denke mal, es wird definitiv rumprobiert werden, eben, was weiß ich, ob man Freeze Match oder eben irgendwas Kombo-mäßiges versucht, damit auszubremsen, wenn man das Board unter Kontrolle hat. Und ich denke, da werden wir den einen oder anderen, ja, damit rumhantieren sehen. Aber ich denke, effektiv sind die Stats zu schwach. Nun zu einer Priesterkreatur, dem Eisgespenst, einer 3-Mana 3-4. Sprich, sehr ordentliche Stats. Auch wichtig, dass es 4 Leben hat und nicht eine 4-3 ist. Man will immer lieber mehr Leben haben. So gesehen für die Arena schon mal eine gute Average-Karte. Hat aber noch den Kampfschrei, zieht eine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. So gesehen, man will sie vielleicht nicht unbedingt im Early-Game spielen, nach Motto, man muss ja noch einen Freeze-Effekt haben. Was zum Beispiel eine gute Sache ist, wenn man jetzt auf 4 Mana das Wasserelementar spielt, ja? Und man greift irgendwas an, ist es definitiv eingefroren. Am besten man greift dann das Gesicht an, am Motto, der Held wird wohl überleben, Runde 4. Und wenn man dann noch eine Karte zieht, eine 3-Mana, 3-4, ziehe eine Karte, ist sehr, sehr stark. Momentan gibt es allerdings nicht viele Decks, die eben auf Frost-Effekte setzen. Ich sage mal, wenn man jetzt das mit einer Frost-Rover kombiniert, Turn 6, ist es auch nicht das Wahre. Also ist eigentlich eine gute Karte für die Arena, auch wenn es da weniger Frost-Effekte gibt. Ich denke, im gewerteten Modus, auch wenn es stark scheint, ich sehe es relativ schwer, es eben mit dem Frost-Effekt zu kombinieren. Vielleicht irre ich mich, aber ich sehe da noch momentan keinen Platz für die Karte. Man muss ja auch zugeben, wir haben jetzt erst, glaube ich, 20 oder 22 Karten released. So gesehen ist es noch schwer, einen Überblick zu bekommen, wenn 130 Karten kommen. Vielleicht kommen viele Frost-Effekte noch rein, was weiß ich, eine 2-Mana-Kreatur, wie wir sie schon mal hatten, die eben auch einfrieren könnte. Und das bleibt abzuwarten. So, nun zur nächsten neutralen Karte. Eine Ram, eine 4-Mana 5-6, sehr, sehr gute Stats, mit dem Todesröcheln fügt euren Dienern 5 Schaden zu. Und ich muss zugeben, viele sagen, ja, man könnte sie in diesen Eierdeck spielen, was weiß ich, die 0-3-Eck mit dem 5-5-Dinosaurier spielen. Sehe ich einfach als völliger Quatsch, denn wenn man diese Kreatur töten könnte, dann können wir auch vor einfach die 0-3-Ecks poppen und man löst dann den Todesröcheln-Effekt aus und die 5-5 sind weg. So gesehen, ich sehe sowohl in der Arena als auch im gewerteten Modus absolut keinen Platz für die Karte. Sehr, sehr schlecht in meinen Augen. Und ich denke mal, ja, kann man vergessen, die Karte. So, nun zu einer Schamanenkarte der Voodoo-Verhexerin. Einer 5-Mana 2-7 Spott friert jeden Diener ein, der von diesem Charakter, Diener verletzt wurde. Also der gleiche Effekt wie beim Wasserelementar. Allerdings hier mit veränderten Statslines. Wasserelementar ist eine 4-Mana 3-6, hier 5-Mana 2-7. Und ich denke, der Spott ist jetzt auch nicht so relevant, außer dass es ziemlich gemein ist. Zum Beispiel, wenn jetzt der Gegner die Kreatur angreift, sind diese für 2 Runden quasi eingefroren. Das heißt, er kann dann nächste Runde nicht mit angreifen. So gesehen, es hat schon einen sehr, sehr defensiven Vorteil. Allerdings, Schamane war immer bisher so, dass die Kreaturen sehr, sehr overpowered waren. So gesehen muss man da mal gucken. Es gibt ein paar Kombokarten, eben die jetzt auch in der Erweiterung dazu kommen. So gesehen, vielleicht wird sie gespielt werden. Allerdings sehe ich die Sets als noch zu schlecht an. So gesehen kann man die Karte auch erstmal vergessen. Nun zu einer Jägerkarte, dem Haibären. 3 Mana 4-3 kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Relativ ähnlich wie der Fairy Dragon. Und ich denke mal, es ist eine aggressive Karte auf alle Fälle, da es eben nicht removed wird. Also wenn man das Board schon hat mit einem guten One-Drop, dann schöner Two-Drop und den hinterherhaut, kann der ordentlich Face Damage pushen. In der Arena definitiv eine Top-Karte, gerade da man dort auch den Jäger versucht, etwas aggressiver zu spielen. Im gewerteten Modus schwer zu sagen. Jäger war schon immer eine aggressive Klasse. Ich denke, sie wird vielleicht gespielt werden, vielleicht nicht. Also es ist schwer zu sagen, es ist jetzt keine herausragende Karte, allerdings immer noch eine sehr, sehr gute. Nun zu einer Priesterkarte, dem Seelensog. Der erste Zauber, der auch Lebensentzug hat. Und hier einfach fügt allen Dienern einen Schaden zu. Also wie ja, das Malstromportal oder die Arkanexplosion vom Magier. Allerdings hier mit Lebensentzug. Was gar nicht mal so schlecht ist, wobei man sagen muss, sie wird wahrscheinlich, wenn nur im Early Game gespielt wird, da hat man noch nicht so viel Schaden genommen, dass der Lebensentzug in meinen Augen so relevant wird. Allerdings mit Spell Damage, was weiß ich, Turn 4 mit einem Talnos, gar nicht mal so schlecht, da könnte es dann schon relevanter sein. Aber man muss eben den Talnos spielen. Was ja gut sein kann, ist immer eine Todesröcheln-Kreatur
Und die meisten Priester spielen eben doch die Quest dazu. Oder eine Menge Todesröcheln. So gesehen, sie hat Potenzial, wenn die Meta weiter aggressiv bleibt, wird definitiv davon was im gewerteten Modus zu sehen sein. Und auch in der Arena sehe ich sie als gar nicht mal so schlecht an, da eben Priester das Problem hat, einer Kreatur einen Schaden zuzufügen. Und dort würde es zum Beispiel auch ausreichen, meistens, wenn man One-Drop oder zwei One-Drops im Idealfall tötet. Ist es eine relativ gute Karte, die man in der Arena allerdings nicht häufiger als einmal haben will, sondern einfach nur so als, ja, Ping-Effekt quasi, würde ich behaupten. So, die nächste Karte, eine Schurkenkarte, der Seuchenforscher, 3 Mana, 2-3, Combo macht einen befreundeten Diener giftig. Da sieht man wieder, dass der Schurke sehr in die Richtung von, ja, diesem giftigen Satz quasi gedrängt wird. Allerdings haben wir schon die Waffenvergiftung gehabt beim Schurken, die im gewährten Modus keine Anwendung gefunden hat, in der Arena allerdings stark. Hier denke ich mal aber, ist es nicht so stark wie eben ja, den 3-Mana-Zauber quasi, der die Waffe vergiftet, da man hier eben einen Combo-Effekt hat und man braucht eine Kreatur auf dem Board, um es zu machen und würde diese Kreatur sehr wahrscheinlich verlieren. So gesehen, ich würde sagen, in der Arena kann man sie vielleicht einmal spielen, was weiß ich, man hat jetzt einen Gurubashi Berserker, 5-Mana 2-7, ist typische Arena-Karte, sage ich mal. Darauf könnte die relativ cool sein, muss ich ja zugeben. Nach Motto viel Leben, wenig Angriff, da wäre es sogar effektiv und dadurch wächst dann die Kreatur, auch wenn sie Diener angreift. Aber ansonsten, ja, gewerteter Modus definitiv nicht und in der Arena auch nicht gerade die beste Karte. Nun kommen wir zu der ersten Waffe. Hier eine Schamanenwaffe, der Eisbrecher, 3 Mana 1-3, vernichtet jeden eingefrorenen Diener, der davon verletzt wird. Und hier eben nochmal die Erinnerung an die Voodoo-Verhexerin, die 5 Mana 2-7 Spott. Da könnten definitiv coole Kombos sein. Allerdings, es ist wieder so eine Nische, wo ich sage, Hearthstone versucht, den Schaman in diese Elementecke quasi zu drücken, wo ich sage, es gibt zu wenig, um diese Karte wirklich zu aktivieren. Es gibt den Frostschock und jetzt gibt es die Voodoo-Verhexerin. Das war's. Wo ich sage, reicht definitiv nicht aus. Und es ist eine schöne Idee, aber wie es nun mal ist, in Hearthstone, schöne Ideen sind nicht gute Ideen. Jedenfalls nicht immer. Und so gesehen, ich sehe hier keine Verwendung. In der Arena ist diese Karte der absolute Horror. Ja, weil da dann noch den Frost-Effekt dazu zu kriegen, nicht wirklich gut. Natürlich gibt es noch den Frost-Elementar und jetzt den Ein-Mana-Elementar, der auch was einfriert als Kampfschrei. Aber trotzdem sehe ich halt, ja, keine Verwendung für diese Karte. Nun zu einer sehr interessanten Karte. Eine Kriegerkarte, 3 Mana 4-3, sprich aggressive Stats mit dem Todesröcheln, erhaltet 6 Rüstung, falls der Gegner am Zug ist. Was hier wirklich das Coole ist, man kann den Todesröcheln-Effekt nicht selbst auslösen. Das heißt, man möchte, dass der Gegner, wenn diese Kreatur tradet, und so gesehen muss diese Kreatur fähig sein. Das heißt, sie wird, wenn wir in ein aggressives Deck passen, wie zum Beispiel vielleicht den Pirate Warrior, wo ich sage, ist gut für ein aggressives Matchup, wenn der Gegner jetzt auch ein Aggro-Deck hat, kann man eben damit Druck aufbauen und ihn, wenn er jetzt zum Beispiel der Gegner am Leben verliert, müsste er traden, man kriegt die Rüstung, will er nicht. So gesehen, man hat eine fast unantastbare Kreatur in diesen Aggro-Vorteilen. Und man kann eben auch jetzt, sage ich mal, gegen Control-Decks, wenn es doch mal länger geht, hat man noch ein bisschen Defensiv-Tools, denn die werden versuchen, die 4-3 zu töten. So gesehen, eine relativ gute Karte, die allerdings aggressive Decks unterstützt, was ich jetzt nicht gut finde. Aber ich denke, wir werden viel von der Karte sehen, da sie doch eben, ja, 3 Mana 4-3 erhalte 6 Rüstung ist einfach super stark. Jetzt nicht für Midrange oder Control-Decks, aber eben für die Aggro-Decks kann man sagen, wird diese Karte eine Top-Karte sein. In der Arena 3 Mana 4-3 ist in Ordnung. Und wenn man eh das Board hat, kann man sie auch ähnlich wie beim aggressiven Pirate Warrior, denke ich mal, verwenden. So gesehen auch eine gute Arena-Karte. Nun zur nächsten Waffe. Hier wieder eine Kriegerwaffe. 4 Mana 2-2 mit dem Kampfschrei und Todesröcheln fügt allen Dienern einen Schaden zu. Ähnlich wie Deathbite, die kennen wir noch, die 4 Mana 4-2 mit dem Todesröcheln fügt allen Dienern einen Schaden zu. Und wenn man jetzt die Karte genau betrachtet, ist es sehr ähnlich wie ein Prankenhieb. Allerdings zwei Prankenhiebs. Man macht 3 Schaden zu einem Ziel und einen zu allen. Allerdings verletzt man auch die eigenen. Was ich denke mal, was gar nicht so schlecht ist, ich sag mal, wenn man jetzt einen Midrange oder einen Control-Krieger hat, vielleicht haben die noch einen Akolyt des Schmerzes oder ähnliches. Krieger konnten immer schon, ja, diese Wirbelwind-Effekte sehr, sehr gut nutzen. Sei es jetzt eben durch einen Akolyt oder Kampfwut, ja, wo man dann Karten zieht. So gesehen, ich denke, die Karte wird definitiv gespielt werden in der Arena.
Und im gewerteten Modus muss man abwarten, ob es genügend Karten für einen Midrange oder einen Control-Krieger gibt. Wenn da genügend sind, wird diese Karte auch definitiv in dieses Deck reingehören, da sie eben doch sehr, sehr gut das Control-Tool ist. Und ich bin mal gespannt, ob es endlich mal wieder einen guten Control-Krieger gibt. Wir haben jetzt eine aggressive und eine defensive Karte, würde ich sagen. So gesehen, es bleibt abzuwarten. Nun zu einem Schurkenzauber, dem Edelgift. Verleiht eurer Waffe Lebensentzug. Ja, schlechte Karte, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, die Entwickler, hey, wenn man jetzt was, was ich, die 5-Mana-3-4-Waffe spielt, dann zweimal tödliches Gift hat sie, 7 Schaden, dann Edelgift drauf. Problem ist, es gibt den Schlamm. Und der Schlamm zerstört Waffen so gesehen, selbst wenn diese Karte eben einen guten Einsatz hätte auf, was weiß ich, tödliche Giftwaffen. Wenn das zum Meta werden würde, würde es wieder deutlich mehr Schlamm gespielt werden oder Harrison Jones oder. So gesehen, die Waffe wird wahrscheinlich keine, ja, kein Spiel sehen. In der Arena auch grottenschlecht. Man braucht eine starke Waffe, um sie zu nutzen, sage ich mal. Und der Lebensentzug ist jetzt nicht gerade berauschend. Also mich haut er nicht um, sage ich mal, von dem, was wir bisher gesehen haben. Aber das bleibt eben noch abzuwarten. Kommen wir nun zu einer Magierkreatur, der grausigen Beschwörerin. Eine 4-Mana-2-6 mit dem Kampfschrei erhaltet ein Spiegelbild auf die Hand. Das war der 1-Mana-Zauber, erhaltet 2-0-2 Spots. So gesehen, die Stats sind in Ordnung. Ich sage mal, man hätte lieber 3 Angriff bei 4 Mana. Aber es scheint eine defensive Karte zu sein, die eben dem Questmage helfen könnte. Da sie ja nicht im Deck startet, das Spiegelbild. Gar nicht mal so schlecht. In der Arena kann man sie definitiv verwenden, ja, einmal wegen der 2 Spots. Es ist fürs Late Game gut, es produziert eine Karte so gesehen und man kann damit ja relativ gut blocken. Arena mal eine mittelmäßig bis gute Karte in meinen Augen im gewerteten Modus, vielleicht ein One-Off in ja einem Questmage-Deck. Ansonsten ja ein bisschen zu schwach, würde ich immer noch sagen. So, nun kommen wir zur ersten neutralen legendären Karte und zwar Prinz Kelezett. 2-Mana-2-2, Kampfschrei verleiht allen Dienern in eurem Deck +1/+1, wenn euer Deck keine Karten enthält, die 2 kosten. Es ist eine interessante Karte, die aber auch gleichzeitig einen riesen Nebeneffekt hat. Ich sag mal, wenn man keine 2-Mana-Drops spielt, hat man im Early Game wahnsinnige Probleme. Ich sag mal, Schurke ist die einzige Klasse, wo ich sage, man kann Turn 2 einfach nur mit dem Decker wegkommen, aber man will, wenn schon, auch Prinz Kelezett haben auf der Hand, damit eben der Effekt nützlich ist. Und damit hat man eine sehr geringe Chance, den auf der Starthand zu haben. Am effektivsten wäre es diese Karte natürlich nur, wenn man sie Turn 2 spielt. Ansonsten sehe ich keine gute Verwendung für die Karte. Wird in kein Zoo-Deck reinpassen, man will ja eben diesen Buff auf alle, wenn auf viele Kreaturen. Also ein Zoo-Deck und ein Zoo-Deck war bisher so viele One-Drops, viele Two-Drops, viele Drei-Drops und ein paar Four-Drops. Dann hört es meistens schon auf, außer man spielt. Was weiß ich hier, Warlock und hat dann noch die Verdammniswache, den 5-Mana-5-7-Ansturm. Aber das war es dann auch schon. So gesehen, eine coole Deck-Idee, Kartenidee, nicht Deck-Idee, Entschuldigung. Ich denke mal, wird keine Verwendung haben, da man nicht auf Two-Drops verzichten kann momentan in der Meta. Aber vielleicht wird sich das ja ändern. Die nächste Karte, eine weitere legendäre Karte für den Jäger. 4-Mana-5-4. Professor Seuchmord spielt ein zufälliges Jägergeheimnis aus, nachdem er ein Geheimnis ausgespielt hat. Das heißt, er verdoppelt quasi Geheimnisse, was weiß ich. Ihr spielt eine Explosivfalle und dann kriegt ihr noch eine Eiskältefalle dazu. Oder. Natürlich kann man es nicht kontrollieren. Ich denke aber schon, die Karte hat eine Verwendung. Definitiv im gewerteten Modus in der Arena ist es eine 4-Mana-5-4-Statline, sind also in Ordnung. Vielleicht hat man ein Geheimnis und selbst wenn nicht, sind die Stats eben gar nicht mal so schlecht, wenn man überlegt. Man kann Net Pagel kriegen, wo ich sage, yay, das will man nicht in der Arena haben. Dann nehme ich lieber eine 4-Mana-5-4 mit. Und für den gewerteten Modus, es ist definitiv cool, gerade wenn man wirklich absolut keine Idee hat, was das für ein Geheimnis ist, ist es doch mittlerweile sehr schwer, um die rumzuspielen, gerade auch bei Magier und bei Jäger jetzt dann eben auch. Nach dem Motto, es kann wirklich alles sein. Man weiß natürlich, zum Beispiel, wenn man jetzt gegen normalen Jäger spielt, die meisten haben eben nur Explosiv- oder Eiskältefalle drin. Und vielleicht, ja, eine Schlangenfalle, aber die sieht man auch nicht mehr. Aber so gesehen kann man sehr, sehr schlecht drumherum spielen um die ganzen Geheimnisse, die es gibt. Und ich denke mal, wir werden definitiv was von der sehen, wenn es eben zu diesem, ja, Midrange-aggressiven Jäger kommt, wo man dann eben vielleicht auch den High Bear drin sieht. Da man dann
Oder man spielt Turn 3 die Waffe, Turn 4 den und dann hat man Turn 5, was weiß ich, den Halbe und ein Geheimnis. Und dann hat man ein relativ gutes Tempo. Es ist eine Value-Karte, die aber auch Tempo macht. Also man darf das Tempo definitiv nicht unterschätzen. Was weiß ich, wenn man eben eine Eiskälterfalle spielt und man kriegt eine Schlangenfalle dazu, sind das plus 3 an Stats, die man bekommt. Also gar nicht so schlecht. Bleibt abzuwarten, ob es dazu kommt, dass der Jäger doch mal wiederbelebt wird. Ich sage mal, mittlerweile sieht man ja doch relativ wenig. Ich hoffe es und ja, bin mal weiter gespannt. Die nächste legendäre, hier eine Hexenmeisterkarte, Blutkönigin Lanatel. 5 Mana 1-6 mit Lebensentzug, was relativ gut ist, da Hexenmeister momentan Probleme hat mit Life Gains. Ich sage mal, es gibt den 3 Mana 3-3, der 3 wiederherstellt, aber das war es auch dann so in etwa. Und diese Karte hat plus 1 Angriff für jede Karte, die er in diesem Spiel abgeworfen hat. Ja, was soll man sagen? Es wurde schon in der letzten Erweiterung alles versucht, den Hexmeister auf Discard-Lock quasi zu machen, also Abwerf-Hexmeister. Hat nicht funktioniert mit der Quest. So gesehen, ob es die Karte rausreißt, ich denke nicht. Aber es ist. Alles wurde gemacht, damit Karten abgeworfen werden und die Leute machen es immer noch nicht. Also wird auch die Blutkönigin es nicht ändern, ist meine Meinung. In der Arena auch viel zu schlecht. Dort will man eigentlich nicht Karten abwerfen. Und ja, nehmen wir mal, man wirft zwei Karten, dann hat man eine 5 Mana 3, 6. Sehe ich einfach als nicht ausreichend an. So gesehen, eine süße Idee, aber nicht gut genug. Nun zum nächsten Prinzen, und zwar Prinz Taldaram. Kampfschrei verwandelt sich in eine Kopie 3-3 eines Dieners, wenn euer Deck keine Karten enthält, die 3 kosten. Sprich, das gleiche Prinzip wie bei Prinz Kelezes. Ich bin mal gespannt, was da noch für Prinzen kommen. Ich denke mal, das war es nicht. Aber hier quasi dann wie der gesichtslose Manipulator auf eine zufällige Karte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob diese Karte wirklich gespielt werden kann. Sie hat definitiv eine Nische, was weiß ich, in einem Maligos-Deck oder so, dass man die dann early bekommt. Aber ja, die meisten Maligos-Decks, zum Beispiel Schurke, spielen den Dolchfächer, dürfte er aber nicht haben, weil sie 3 Mana kostet. So gesehen, es ist so eine kleine Nische, wo die reinpassen. Auch hier denke ich mal, wenn man Spaß an so einem Deck hat, ja, es ist aber definitiv nicht für Construct und auch nicht für gewerteten Modus verwendbar. Denn man braucht eben viele schöne Todesröcheln oder, ja, Maligos, was anderes fällt mir nicht ein, um diese Karte, ja, zu verwenden. Und man darf ja nicht mal einen 3-Mana-Zauber haben. Das ist das Problem. Wenn es jetzt nur auf Diener-Sicht beziehen würde, wunderbar, aber es bezieht sich auf alle Karten. Sprich, ihr könnt weder ein Geheimnis vom Mager geht nicht, noch eben der Dolchfächer vom Schurken oder gerade bei Jäger. Ich meine, man hat die 3-Mana-Waffe, den Tierbegleiter, Fass. Also ich weiß nicht, wo die Karte reinpasst. Vielleicht bin ich jetzt dem. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wenn euch was für den Prinzen einfällt. Nach dem Motto, in das Deck passt die wunderbar rein. Mir fällt leider bisher noch nichts ein. Aber man wird es ja sehen. Die nächste Karte, eine Kriegerkarte, 2 Mana erhalte 10 Rüstung. Die Diener in der Hand eures Gegners kosten 2 weniger. Das heißt, viel Rüstung, dafür gibt man dem Gegner wahnsinnig Tempo. Grottenschlecht. Also wirklich, wo ich sage, es hilft vielleicht ein bisschen gegen Aggro, wenn sie schon ihre Hand abgeworfen haben, aber auch nur gegen Aggro, gegen andere Control-Decks will man es nicht spielen. So gesehen, es wäre eine tote Karte in der Hand. Ja, es ist eine lustige Idee, aber wird definitiv nach hinten losgehen, wenn man sie spielt. So gesehen, ich rate ganz groß von dieser Karte ab. Sehe sie auch als schlecht und in der Arena definitiv ein absolutes No-Go. Rüstung ist nicht viel wert in der Arena und dem Gegner Tempo zu geben, verliert einem das Spiel einfach. So, nun zum neuen Drachen für den Magier Sindragosa, eine 8-Mana-8-8. Kampfschrei ruft 2 eingefrorene Champions vorbei. Sind 0-1-Kreaturen, die angreifen könnten, wenn sie Leben haben. Allerdings haben sie den Todesröcheln-Effekt. Man erhält eine zufällige legendäre Karte auf die Hand. Also eine absolute Value-Karte. Diese Karte schreit, spiel mich aus und krieg 2 weitere legendäre. Richtig coole Idee. Ich weiß noch nicht, ob sie in den Magier-Deck reinpasst. Das ist hier das große Problem. Es gibt momentan kaum Drachen-Synergien für den Magier, so gesehen, ob es ein Drache ist oder nicht. Hilft nicht wirklich. Die 2 Champions kann man mit der Heldenfähigkeit selbst pingen, was eben die Möglichkeit gibt, auch was weiß ich, ohne Argus oder irgendwelche Spottgeber oder anderes Gehweber, sie zu nutzen. Ja, ich bin dann mal echt gespannt, ob man dort was von der Karte sehen wird. Auf alle Fälle, mir gefällt sie von Konzept, hat definitiv Value und ich bin ja so ein Spieler, ich mag Greedy Decks, sprich absolute Value-Karten wie solche. Finde ich schön,
aber in Arena definitiv eine Top-Karte, ja, wo ich sage, wenn ihr die picken könnt, pickt sie. Ihr kriegt zwei weitere Legendäre, was weiß ich, vielleicht ein Antonidas oder eben doch nur eine Art Pegel. Kann ja passieren. Aber im gewerteten Modus, ich schätze leider, dass sie zu langsam sein wird. Und eben, sie passt momentan kein Magedeck rein. Wir haben Combo-Mages gesehen, also eben Freeze-Mage oder den Quest-Mage. Da würde sie nicht reinpassen. Und typischen Control-Mage gibt es schon seit langem nicht mehr. Also ich denke leider, dass es für die Karte nicht ausreicht. So. Und nun zur letzten Karte vom Druiden diesmal, eine legendäre. 9 Mana 3-7. Todesröcheln ruft eure Diener mit Spott herbei, die in diesem Spiel gestorben sind. Also eine Enzod-Karte, die eben für Enzod zählt, weil sie Todesröcheln hat, aber auch den gleichen Effekt hat wie Enzod. Also einen sehr ähnlichen, abgesehen, dass es hier sich um Todesröcheln handelt und keinen Kampfschrei. Wenn man jetzt wirklich einen Enzod-Spott-Druiden bauen kann, ich weiß nicht, was es da für gute Karten gibt. Ich sage, es gibt momentan keine wirklich Todesröcheln-Spott-Karte, außer den 4 Mana 2-3, der eine 2-2-Schleim da ausspuckt. Fällt mir nichts ein, aber ein cooles Konzept. Problem ist, Turn 9 ist momentan so die Todeszone, wo ich sage, wenn man Turn 9 ist, ist man entweder tot oder man hat gewonnen. Wenn man jetzt gute Spott-Todesröcheln-Karten kriegt, sehe ich definitiv eine Nische für diese Karte. In der Arena vielleicht auch, wenn man, was weiß ich, wirklich viele Spott-Kreaturen, ist es eine Top-Karte. Ja, muss aber definitiv Spott-Kreaturen schon gecraftet haben. Sind meistens immer schwächer in den Stats, so gesehen unwahrscheinlich in Arena, kann aber auch dort einen Platz haben. Und im gewerteten Modus bleibt wirklich abzuwarten. Also ich sehe Potenzial, momentan sehe ich aber noch nicht die Möglichkeiten, anhand des Kartenpools, den wir haben, die Karte zu nutzen. Aber es kommen noch zwei Erweiterungen danach und wer weiß, vielleicht wird es immer doch zu nutzen sein eben. Und ja, definitiv Potenzial. Aber das war es jetzt auch schon mit den ersten 22 Karten, die für den deutschen Server veröffentlicht worden. Ich habe jetzt extra die deutschen Karten genommen. Es gibt noch ein paar andere, die aber eben hauptsächlich für, ja, auf Englisch sind. Und zu denen kommen wir dann demnächst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr freut euch auch mal wieder ein Video von mir gesehen zu haben. Deswegen gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, euer Kelnix. Ciao.